Ça va aller, prêtez-les. Stay 99 and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Aus allen Teilen der Welt. Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus, ein großes Abenteuer. Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. Flammschütze! Das ist ein Reisenden! Komm sie vorbei! Thank you.
Sie kommen durch die Fenster! Neue Tötungsmaschinen wie der Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Unsere Jungs in der Kirche werden überrannt! Wir müssen durchbrechen! Die Infanterie zählt auf uns! Benutzt das MG! Räumen Sie aus dem Weg! Weiter vorwärts, Fahrer! Hier unten spielt die Musik, Junge! Sie rücken aus den Gräben vor! Klemmt dich hinter das MG! Wer sind Sie da? Wir geben Pferdengeld! Weiter vorrücken! Vorwärts! Für König und Vaterland! Bis nach Berlin zurück! Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod.
erzeugt Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv, ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten. Der Krieg breitete sich über den gesamten Globus aus. Alte Reiche und neue Welten, alte Sitten und neue Ideen. Die gesamte Menschheit kämpfte für Freiheit, Traditionen, nationalen Stolz, für den Fortschritt, das Alte und das Neue. Hunderte große Ideen marschierten in den Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Und die Welt ertrank in unserem Blut. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Na. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Verdammt! Wow. Nein, 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 nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet,
Die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. Nein, ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McManus. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bess sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiß ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz. Das ist unser Einsatz. Vollgas! Unsere Jungs auf! Feldgeschütz!
Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling. Vorwärts, damit wir fallen. Die Fenster schon wieder haben. Jungs! Ein MG weniger! Damit unsere Jungs Zeit zum Vorrücken haben. Das ist gut! Wir zeigen es Ihnen, Jungs! Vorsicht! Jerry macht keine Witze! Treffer! Zu den Ruinen und räumen einen Weg für die Infanterie frei! Volltreffer! Jungs.
Dieser Landkreuzer schießt unsere Jungs in Stücke. Edwards, bring Schützen, visiert die Schwachstellen an. Schuss!
Gott! Shit! Ich glaube, ich hab... Das war's! Sie schnurrt wie ein verdammter Nirbe! Jemand hat auf uns abgesehen! Jerry!
das? Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir!
Brieftaube! Neue Befehle! Befehle vom Feldsir, von Townsend. Feuerbefehl! 3-1, Führer! Das ist das Ende, Jungs. War schön, mit euch zu dienen. Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Bitte jetzt nicht. Komm schon. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Ich sehe keine 20 Meter weit. Wir brechen durch. Edwards, ich fahre. Du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Bist du ja, Kleiner? Das war Zauberei, Fahrer! Wahre Zauberei! Als gäb's den Krieg gar nicht, was? Edwards,
Bess muss geflickt werden. Gute Arbeit. Zurück, ich breche durch den Draht. Kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorn.
sag dir was. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist, Edwards. Sieh dich vor. Darum kümmern wir uns. Ich kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Du musst auf uns aufpassen. Wes hat diesmal einiges abgekriegt. Wir hätten sie fast verloren. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Du musst aber weiterhin von uns. Deutsche, auf der Brücke! Zeig wir sie! Thank you.
Vor uns liegt ein Vorposten. Wie es aussieht, sind wir auf Fest vorbereitet. Wir ziehen ihr Feuer auf uns, während du versuchst, ihnen in den Rücken zu fallen.
Unterhaltung für einen Tag. Einsteigen, Edwards. Du fährst. Nichts wie weg hier. Gute Arbeit, Jungs. Ihr habt Pritch und Finchy stolz gemacht. Jetzt lasst uns Beth von hier wegbringen. Edwards, was? Sir, sie braucht neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer Bess braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben.
Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Halt dich bereit! Wir haben Verluste! Du
vorne gesehen! Er ist da vor dir! Er ist ganz in der Nähe! Sei vorsichtig! Du bist allein, Simon! Nur noch eine.
ich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so redet wie du. Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Bess. Bin kurz vom Weg abgekommen. Ah.
Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja, wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Asher, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes Scheißleben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch! Was ist nur los mit dir? Du dämliche Scheißkack-Drecksmaschine! Ach, komm schon! Komm, Bess, na los! Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess! Der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut fest. Es geht los. Linke Flanke. Er wollte eine Panzerfahne in das Dorf. Sachte, Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Das nenne ich aufmuntern. Leute, wir haben uns zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Bastard!
weiter. Los geht's! Edwards, immer in Bewegung bleiben. Warte auf ein klares Ziel. Jeder Schuss muss sitzen. Guter Schuss, McManus. Halt uns in Bewegung. Er ist erledigt. Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot. Wir wollen zu der Hauptstraße direkt dahinter. Das ist ein Sammelpunkt. Die wollen Combray zurückerobern. Also fahren wir direkt und dann? Überlassen wir ihnen die Überraschung am Treffpunkt? Was lautet denn der Plan? Wir haben die Initiative. Wenn wir sie hier hart und schnell treffen, könnten wir wirklich was bewegen. Also gut, ziehen wir es durch. Bleibt in Bewegung. Setzt sie den Kopf darauf, dass sie nicht, dass wir ganz allein sind.
dass ihr alle deutschen Panzer zerstört! Fahr sie um, Edwards! Möglichst schnell nach Cambrai fahren, direkt die Hauptstraße entlang. Aber genau von dort werden sie kommen. Edwards, finde eine Position, in der wir sie erwarten können. Thank you.
falschen Fahrzeuge, die ihr findet! Kommt raus! Natürlich schnell! Sieh mal auf! Das ist in Ordnung! Wir haben eine Freundin gefunden! Jetzt wird nachgerechnet! Wir können die nicht nicht so hart, wie er hätte sein können. Da kommen noch mehr. Dann verschanzen wir uns hier und kämpfen! Dann soll Bess mal machen, was sie am besten kann. Bring mich in Schussposition, Edward! Habt ihr nicht drauf? Halt durch, altes Mädchen. Es ist nicht mehr weit. Komm. Gut so. Verpassen Sie ihm noch ein. Fahr!
Wir laufen. Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum Verdammt nochmal! Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich wieder besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel fern! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du mich! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Willkommen an Bord! Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham! Klar, ich bin Rackham! Ich bin dein Mann! Bringen wir den Vogel in die Luft. Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau. Piep, altes Haus. Die Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt! Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen.
Ja, ja! Hör mal, ich kenne da diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Peace out. Den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihm dran! Ist dieses Flugzeug etwa zu viel für dich? Näher ran! Diese Distanz halten. Festhalten, Wingnut! Kinderspiel! Bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön! Er darf uns nicht entkommen! Die Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Und du sollst aufpassen. Augen nach vorne. Du fliegst gut, wenn auch nicht immer ganz nach Vorschrift. Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen. Wohin will er jetzt? Lass ihn. Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen. Feuer frei. Mit Vergnügen. Für ein Vogel! Da sind noch mehr Ballons. Rauch und Feuer! Verstanden! Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Sohn des vierten Earl of Windsor wie ein Amerikaner.
Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Jerrys besiegt sind, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha. Du bist ziemlich misstrauisch, Wilson. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Heilige Scheiße! Deutsche! Was machen die jetzt? Na was wohl? Wir schießen sie ab! Der wohl hin? Da lang! Und wir verfolgen ihn! Was machst du denn? Wir sollten umdrehen! Ah, scheiß auf die Basis! Sieh mal da!
Wir müssen die Fotos sofort zur Basis bringen! In Ordnung! So entdeckten wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Aber mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich zurückbringst. Klar doch. Versprich es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen, Sie müssen einen Wahnsinnspiloten. Ein Wahnsinnspiloten. Es uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher auf so einem Luftschiff. Pech gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt. Aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir! Und schnall dich ordentlich an! Hol die Luftschiffe runter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Kein Problem! Sichere nach hinten! Zaun! Feind auf 6 Uhr, schüttle ihn ab! Ich sehe sie! Wir müssen sie schnell außer Gefecht setzen. Ja, wie gefällt dir das, du Idiot? Gut. Nein, hinter uns ist einer.
um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Die Krauts haben wohl unendlich viele Jäger, was? Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Pech für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Ich will nur so viel sagen. Ich habe Übung im Schleichen. Durch Hintereingänge von Bars, aus Schlafzimmerfenstern. Die Details tun nichts zur Sache. Wie auch immer, sobald die Deutschen erledigt waren, setzte ich meine Fähigkeiten ein und machte mich auf den Weg nach Westen zur britischen Front. Geräuschlos wie eine streunende Katze.
Zwischen mir und der britischen Front lagen deutsche Schützengräben. Deutsche Geschütze. Oh, und natürlich die Hälfte der Einwohner von Berlin, die alle Streit suchten. Mein Glückstag. Die Briten hatten sich offenbar zu Tee und Gebäck zusammengesetzt, anstatt die Deutschen zu behaken. Trotzdem musste ich es bis zu unserer Seite der Front schaffen, bevor die Geschütze wieder das Feuer eröffneten. Die Schützengräben waren randvoll mit den besten Männern des Kaisers. Aber hoffentlich rechneten sie mit Ärger nur aus der anderen Richtung. Hoffentlich. Keine Ahnung, was ich getan habe!
Scheiße! Kein Risiko ein. Fordert Hilfe an, wenn ihr ihn seht. Die Schützengräben waren randvoll mit den besten Männern des Kaisers. Aber hoffentlich rechneten sie mit Ärger nur aus der anderen Richtung. Hoffentlich.
zu Boden! Ein Dutzend deutsche MGs in meinem Rücken veranlassten mich dazu, den Kopf einzuziehen. Das Niemandsland war ein Labyrinth aus Stacheldraht, Leichen und Trümmern. Aber ich hielt wild entschlossen meinen Kurs. Irgendetwas den Absturz überstanden, das ich gebrauchen konnte? Wilson, wir sind in Niemandsland. Wir müssen los. Sofort. Ich komm nicht hoch. Scheiße. Hey, tut mir leid. Aber du wolltest mich in einem Stück zurückbringen. Jetzt sei doch leise. Und die Orden? Wir wollten Held sein. Ich bin kein Held. Aber du hast mir dein Wort gegeben. Dein verdammtes Wort. Entweder du bist ein anständiger Kerl und hilfst mir, oder du bist ein verlogener Bastard, der mich verdammt nochmal erlöst. Also, was ist jetzt? Leg die Karte auf den Tisch, Blackbear. Du bist nicht George Rickham, was? Sohn des vierten Earl of Windsor. Für wie naiv hältst du mich? Okay, hauen wir ab hier. Viel Blut verloren. Er hatte nur wenig Zeit, ihm Leben zurückzubringen. Allmächtiger! Du Deutsche! Niemandsland! Siehst du sie? Die Deutschen sind nicht dafür bekannt, dass sie aufgeben. Die taten alles, um es zu kriegen. Deutsche!
Wir sind gleich da. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hurry! Hurry! Wilson hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durchs Niemandsland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Wirst du, Blackburn? Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm, wir ziehen das durch. Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Keine Chance. Du schuldest mir einen Orden. Ich hab alles im Griff. Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, verdammt! Jäger unterwegs! Ich sichere unser Heck! Hier.
das Ziel. Konzentrier dich darauf. Die sind erledigt. Jäger, 6 Uhr. Na, großartig. Dann sterbe ich dort oben. Du und dein großes Mundwerk.
Bist du okay? Holen wir uns die Flak! Okay, ich gebe dir Deckung! Okay, wir müssen darauf! Zieh nicht runter, okay? Okay! Los, nicht runter, verdammt! Holen wir uns die Flak! Das ist Wahnsinn! Ich seh's nicht richtig! Geradeaus! Wow. Vorsicht! Sie schießen uns von allen Seiten! Wer ist da drüben? Das ist der! Scheiße! Finde einen Weg zurück nach oben. Ich gehe rüber zu der Flak. Okay, mach ich. Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen.
Wilson! Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder? Oder?